Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Newster Manager hier bei Heisenberg zockt. So, jetzt könnte der Assistent auch sagen, Herr Heisenberg, warum so spät noch unterwegs? Denn ja, zum ersten Mal, seit ich irgendwie Newster Manager aufnehme, ist es weit, weit, weit nach 12. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch so geht. Ich hoffe es mal. Ich bin eigentlich relativ nachtaktiv, aber wenn es dann um Fußball geht, ist vielleicht doch eher schlauer, man spielt ein bisschen vorher. Naja, wir werden sehen. Also, was hat er denn wirklich? Ein schlechtes Spielfeld sorgt bei den Spielern, oh, das bringt mich eh gerade zu was? Für mehr Energieverlust und ein höheres Verletzungsrisiko. Okay, ich möchte hier mal nochmal kurz, wie ging das gleich nochmal? Dass man hier, genau, den Rasen mäht. Nämlich, der Kreis ist zwar schön, aber uns bringt wahrscheinlich, wenn ich es finde, ja, das hier mehr. Denn so würden wir auch eher sehen, wenn jemand von uns im Abseits steht. Deswegen lasse ich das mal. Und ansonsten ist der Rasen eigentlich ja so gut, wie er sein kann. Wir haben eine Rasenheizung etc. Das passt. Okay, wir gehen raus. Wir haben bereits das Spiel. Jetzt muss ich natürlich nochmal schnell gucken, wer ist denn dran sozusagen. Schalke, okay. Danach die Bayern, dann Champions League Viertelfinale. Okay, Schalke ist ja auf Rang 4. Aber wir sind zu weit vorn. Also, wobei, jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Schalke, Bayern. Wo sind die Bayern? Das möchte ich natürlich auch wissen. Die sind noch weiter hinten, hier auf Rang 8. Ich würde jetzt nicht sagen, wir lassen die beiden Spiele schleifen. Im Sinne von, ist egal, ob wir gewinnen oder nicht. Weil auch so ein Vorsprung hier, der schrumpft natürlich mit der Zeit. Tabelle. Das ist zu heiß. Aber wir müssen beim Bayern-Spiel wahrscheinlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Weil, jetzt muss ich, sorry, nochmal kurz hier hin. Weil danach haben wir nämlich den relativ schnell, ja, hier den Pokal, den deutschen. Ja, unmittelbar nach dem Spiel gegen Barca. Okay, also wir machen mal den Assistentenvorschlag. Haben wir noch irgendwelche Karten, die wir verteilen müssten? Nö. Ja, die ist mir fast schon zu stark. Aber das sind halt die, ja, welche halbwegs fit sind. Ich habe eigentlich noch gesagt, dass wir den hier spielen lassen. Aber der hat hier seinen blauen Stern. Der braucht noch 10 Einsätze. Bis der spielt, ohne dass er Fehler macht. Und das ist mir dann doch zu heiß. Ich würde sagen, ja, wir machen es mal folgendermaßen, dass wir den einwechseln. Weil das Gute ist, bei dem Spiel, wenn wir Katlin rausnehmen, sagen wir in der 80. Minute, das hat, glaube ich, keinen großen Einfluss auf seine Zufriedenheit. Und von daher kann man das auch durchaus machen. Ansonsten, ja, gehen wir das mal an mit denen, die wir haben. Oder haben wir irgendwie einen goldenen, den wir rausnehmen müssten? Ja, ich würde mal sagen, McGee. Der macht ein kleines Päuschen, wobei die sind auch beide im Eimer. Nicht nur noch Coach, der ist auch im Eimer. Die sind ja alle im Eimer. Mal wieder. Lassen wir McGee mal laufen. Asselin wäre Mittelfeld rechts zentral. Da könnten wir reinnehmen. Warum sind die denn alle so demoliert? Das gibt's doch gar nicht. Aber wirklich alle durch die Bank. Haben die alle mal gespielt? Ja, offensichtlich ja. Das sieht man mal. Die spielen ja eh alle. Warum sind die denn immer unzufrieden, die Vögel? Okay, wir nehmen ihn. Ist mir zu gefährlich, das andere. Und hier, Verteidigung, nehmen wir ihn rein, weil auch der ist nicht ganz fit. Und dann schauen wir mal, wie das geht. Und je nachdem müssen wir halt dann wirklich gegen die Bayern komplett umstellen. Okay, habe ich jetzt vorher irgendwie gesagt, gegen Schalke geht's? Jetzt geht's plötzlich gegen Stuttgart. Hä? Ja, das ist, glaube ich, die Uhrzeit. Egal. Wir nehmen, was kommt. Wir müssen so oder so gucken, dass wir gut dabei aussehen. Allora, wir lassen laufen. Und schon haben wir die Kugel. Sehr gut. Und zwar im eigenen Tor drin. Das ist nicht so gut. ja, machen wir das mal so. Wir bauen mal in Ruhe auf. Da könnte man eigentlich fast schon bereits zu einem Konter ansetzen, so wie das aussieht. Macht das mal so. Und wir laufen mal ein paar Meter. Ja, die laufen eigentlich relativ gut. Der wäre nicht im Abseits. Wenn ich den Ball hier hinspiele, hoch, das ist natürlich wieder eher ein Test. Aber ich möchte das mal. Oh, das hat ja formidabel geklappt. Aber den kriege ich nochmal. Nein, kriege ich nicht. Doch, kriege ich. Warum habe ich da jetzt so geklickt, wenn ich das noch wüsste? Ah, hol ihn dir. So, jetzt. Jetzt haben wir ihn wieder. In Ruhe aufbauen. Nicht so einen Käse machen. Wobei, das war kein Käse. Ich wollte halt was testen. Und habe dann falsch geklickt. Jetzt vielleicht in die Füße. Ja. Einmal schnell drehen. Jawohl. Und das war fast schon ein Lock. Rübergelockt. Cool. Ich muss mir nachher glatt nochmal kurz das Video angucken. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt falsch geklickt habe. Aber irgendwas hat nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Mit dieser Flanke, die ich da reinschlagen wollte.
Ah, ich wollte schießen. Okay, wir haben den Neuversuch. Das ist kein Drama. Laufen wir nochmal. Spiel ihn mal hier hin. Ah, das war natürlich auch nicht wirklich ideal, aber den haben wir auch nochmal. Oh, da wird aber gekämpft. Da sieht man mal, die Stuttgarter, die möchten hier auch nicht einfach verlieren. Die wehren sich. Das ist auch richtig so. Man will ja eine gewisse Herausforderung haben. Ja, okay, sie wehren sich fast ein bisschen zu viel. Das ist irgendwie Käse. Was macht ihr hier? Ihr gehört hier eigentlich in die Mitte. Gibt's ja nicht. Ja, der wird dann gleich begleitet. Also das funktioniert schon mal nicht. Eigentlich würde ich ja reinflanken, aber ja, wozu, wenn hier keiner steht? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Dann legen wir den Ball besser ein bisschen zurück. Oh, da kommt schon die nächste Grätsche. Sag mal, was habt ihr denn zum Frühstück gehabt? Okay, da können wir jetzt den Direktschuss nochmal üben. Und ich mache es jetzt trotzdem nochmal hier an der Seite vorbei. Auch wenn in den Kommentaren eben stand, versuche mal innen rum zu gehen. Also auf der anderen Seite der Mauer. Ja, machen wir es mal so. Ah, okay. Schade. Zu wenig Drall. Okay, aber wir haben die Kugel schon wieder. Ja, oh, das war ja ein Päschen. Ach, und schon ist vorbei? Das ging jetzt zügig. Schade. Aber okay, mein Gott, 15 Minuten sind gespielt, es steht 0:1. Das passt. Was ist das hier? Wir starten irgendwann tatsächlich noch im eigenen Tor drin. So, ich glaube, das zeigt aber auch die Überlegenheit, weil wenn man nicht überlegen ist, sondern wirklich unter Druck etc., dann kriegt man die Chancen ja dann fast schon wieder umgekehrt im gegnerischen Tor drin. Ja, schließen wir so ab. Und jetzt irgendwie scharf und nicht allzu hoch. Nur das zu hoch. Ui, ui. Ja, den drücken wir noch rein, würde ich vorschlagen. Boom. Cooles Tor. Das ist schon, also dieses Spiel dafür, dass diese Engine ja wirklich relativ bescheiden ist. Das muss man ja schon sagen. Wie viele Torsituationen es da gibt, das ist schon sensationell. So, nochmal ein Freistoß. Ja, das versuche ich doch glatt nochmal. Machen wir das mal so, dann müssen wir mehr Drall haben. Jetzt liegt aber, jetzt habe ich doch auf der rechten Seite geklickt. Sag mal, das hatte ich doch schon mal. Ich habe doch auf der rechten Seite geklickt, dann müsste der Ball doch einen Drall in die Richtung machen. Guck mal auf die Maus. Wenn das der Ball ist, nee, wartet mal. Wenn der Kopf der Ball ist und ich hier auf der rechten Seite klicke, dann macht der Ball doch diesen Drall. Sag mal, also das hat er zumindest jetzt irgendwie Zeit meines Lebens gemacht. Oder habe ich falsch geklickt? Ich sollte nicht so spät aufnehmen. Ich bin dann völlig unsicher in meinen Aktionen, weil ich tatsächlich, ich könnte schwören, ich habe eigentlich richtig geklickt. Aber dann kann der Ball ja eigentlich gar nicht so fliegen. Das geht ja gar nicht. Naja, wie auch immer. Zack. Okay, 3:0. Wir können mit der Energie runter und wir können eigentlich McGee schon rausnehmen. Ist der Doppeltorschütze? Nee, Zuber ist Doppeltorschütze. Gut, also Reimold hier. Der müsste auch noch raus. Da müssen wir einen goldenen einwechseln. Was haben wir an Karten? Möchte ich natürlich nicht hier im Ligaspiel, das nicht so wichtig ist, verbraten. Zumal, wenn wir 3:0 vorne sind. Wir müssen was anderes finden. Wir nehmen mal Elsner rein für McGee. Der ist nämlich auch müde. Und hier, wir könnten eigentlich auch einen linken Verteidiger. Wir haben halt zwei goldene mitgenommen. Wir machen es mal folgendermaßen. Er kommt rein und kriegt dann eben doch eine Karte. Moment, nochmal. Der ist gar nicht reingekommen. Sehe ich das richtig? Der ist gar nicht reingekommen. Nochmal. Zack, jetzt ist er drinne. Ja, wobei, der kriegt nicht mal eine Karte. Das passt schon mit Gelb. Wir machen das folgendermaßen, dass wir jetzt eben hier runtergehen und dafür in Kauf nehmen, ja, dass Stuttgart kommt und je nachdem dann auch mal, oh, und die kommen wie die Feuerwehr. Und dann vielleicht auch mal ein Tor schießt. Das ist halb so schlimm. Wir werden keines mehr machen, da bin ich fast sicher. Ja, Schraube hat gefault, gibt eine gelbe Karte. Auch damit können wir leben. Da hat nur noch Stuttgart den Ball. Wenn wir mit der Spielleistung so weit unten sind, ich gehe nochmal zurück. Ja, ein Tor werden sie reinkriegen. Ja, das war fast klar. Okay, 1:3. Dafür haben wir die Jungs hier ein bisschen geschont. Und wir haben trotzdem gewonnen und wir hätten nicht mal gewinnen müssen, weil wir haben so viel Vorsprung. Ich wiederhole das gerne nochmal. So, wie sieht's aus? Ja, Dortmund hat wieder nur unentschieden gemacht. Bayer ebenfalls. Wir haben hier eine Siegesserie hingelegt und haben 19 Punkte Vorsprung. Ich denke, das kann man so laufen lassen. Gut, Geld haben wir auch wieder, brauchen wir für die Verträge. Ja, und jetzt nehme ich aber wegen der Champions League die
ansteht. Hier nochmal zwei Dosen. Dann haben wir Post. Efforts hat nur noch einen Vertrag über 10 Wochen. Oder 10 Spiele. Okay. Das könnte man natürlich bezahlen. Sollen wir mal verlängern? Ich würde mal sagen, ja. Die 11. Das ist natürlich prächtig. Ja, jetzt wird es schon gefährlich. Ich würde sagen, wir stimmen zu. 332.000 passt. Zufriedenheit 92. Der Wert ist auch gerade raufgegangen. Bestens. Haben wir sonst noch irgendwie einen? Der Prinz. Der Prinz. Okay, unser Abdies-Prinz. Brauchen wir den noch? Verkaufen können wir ihn natürlich nicht, weil die Transferliste zu ist. Eigentlich schon, der kostet ja auch nicht viel. Machen wir mal. Oh, die 5. Echt jetzt? Oh, Glück gehabt. Oh, wieder Glück gehabt. Ja, sauber. Wenn's natürlich, wenn du so eine Abfolge hast, dann kann eigentlich nicht allzu viel schief gehen. Sehr schön. Bestens. So, jetzt haben wir da ein bisschen Geld ausgegeben. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben ein Dilemma. Minus 15 Energie dafür zwei Karten. Nein, ganz bestimmt nicht vor der Champions League. Ganz sicher nicht. Beziehungsverbesserung zur Presse. Da haben wir sowieso immer Probleme mit. Und 110.000 an Geld. Das ist ganz klar, was wir da nehmen. Bestens. Okay. Hat das jetzt doch gezählt, obwohl ich zu früh abgebrochen habe? Ich habe hier nicht allzu viel gesehen, dass sich bewegt hat. Ich hoffe es mal. Gut, ein Tipp. Wenn Fans deine Sponsoren nicht leiden können, wirkt sich das auf den Stadionbesuch aus. Ja, das ist relativ realistisch und klar. Gut, dann käme jetzt das Spiel gegen die Bayern. Sehe ich das soweit richtig? Gegen Schalke. Was habe ich denn hier zusammengeguckt? Ich muss nochmal kurz schauen. Ich war eins zu früh. Deswegen habe ich das hier durcheinander gebracht. Nee, klar, jetzt haben wir Schalke. Danach haben wir die Bayern. Und dann haben wir Barca. Alles klar, gut. Ja, auch das Spiel gehen wir ähnlich an wie hier. Ich würde sagen, wir nehmen einfach wieder die Fittesten. Oh, ich habe vergessen, den Torwart einzuwechseln. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal. So, der wird zwar Fehler machen, aber ich hoffe, wir können die dann wieder kompensieren, indem wir eben die Stärkeren, beziehungsweise eben, indem wir eben Tore schießen. So rum meine ich. Und das ist jetzt fast eine zu starke Mannschaft, deswegen der Versprecher. Ja, das sind eigentlich fast die Stärksten, die wir haben. Ich würde sagen, wir machen mal Quaschny hier hin. Dann haben wir hier im Mittelfeld links. Amorin hat auch schon länger nicht mehr gespielt. Der kommt mal hier hin. So, dann haben wir hier unten noch diverse Möglichkeiten. Du spielst links. Schubert lassen wir mal raus. Vrij ist auch nicht so fit, aber Fresenius, der ist zwar nicht allzu stark. Nee, dann schwächen wir das Mittelfeld doch zu sehr. Wir spielen so im Tor. Ja, das könnte eben ein Problem geben. Haben wir sonst noch irgendwie blaue? Da muss ich dann bei der Champions League natürlich wieder drauf achten, dass wir da keinen blauen drin haben. Also so einen blauen Pfeil. Weil die machen immer Fehler. Man wird zu 10 Mann, es wird einen Fehler machen, dass wir zu einem Tor führen. Da bin ich fast sicher. So, aber irgendwann muss er spielen, sonst kommt er nicht auf seine 10 Spiele. Und der hat dann doch ein gewisses Potenzial, der gute Mann. So, jetzt machen wir natürlich wieder Power. Okay, wir haben den Ball. Wenn wir jetzt hier ein paar Tore vorlegen, ist auch egal, wenn der Kollege Torwart irgendwie einen Käse zusammen fabriziert. Klappt das? Jawohl, dreh dich. Ui, Lattenunterkante und rein mit der Kugel. Sauber. Wer war's? Distler. Sehr gut. Ein abgebrühter Abschluss von Distler. Aber jetzt haben wir schon 20 Minuten, passiert nichts mehr. Doch, jetzt haben wir den Ball wieder. Wir wechseln mal die Seite. Mutig, wie wir sind. Jetzt zuckelt das Bild wieder ein bisschen. Wir haben aber den Neuversuch noch. Ja, machen wir anders. Wir gehen mal über diesen Flügel. Oder über diese Seite. Das gefällt mir nicht. Aber lauft ja trotzdem mal irgendwie schon mal ungefähr so. Okay, nochmal ein bisschen zurück. Der ist nicht im Abseits, da können wir spielen. Ja, jetzt ist aber irgendwie alles zu hier. Ich muss ja nochmal kurz eine Drehung machen. Und würde dann von hier flanken. Jawohl, sehr schön. Zwei Schritte zurückgelaufen. Und den Ball in Empfang genommen und eingenetzt zum 2:0. Sauber, können wir nämlich wieder mit der Energie haushalten. Also ich denke wirklich, der Meistertitel, der ist uns praktisch schon. Ja, der ist fix. Wir haben so viele Punkte Vorsprung und wir gewinnen hier wirklich mit einer Leichtigkeit jeweils. Oh,
Nö, nein, nicht doch. Nein, jetzt hat sie den Mann erwischt. Ist der irgendwie gefährdet? Nee, der hat keine Eigenschaften. Ja, ist natürlich blöd. Gut, dann nehmen wir raus, Kollege Distler. Wir spielen nur noch mit einem Stürmer. Ja, blöd. Und Elfmeter gibt's auch noch. Ja, mach mal. Okay, war abzusehen. Ja, ich muss aber auch erzählen, wie einfach es ist, hier zu gewinnen. Da kommt die Strafe stehenden Fußes. Stante pede, wie das so schön heißt auf Lateinisch. Sonst noch jemanden auswechseln? Ja, ich würde es für den Moment mal lassen. Wir sind ja immer noch vorne. Was soll's? Oder sollen wir mal Kotsch noch eine Chance geben? Müssen wir nicht. Für was? Was hast du für eine Zufriedenheit? Ja, buh. Ja, aber eben, wir können den sowieso in den wichtigen Spielen können wir den nicht einsetzen. Wir haben wesentlich bessere Stürmer. Ich würde vielleicht das mal noch machen. So, damit der hier sich erholen kann. Und dann hoffen wir mal, jetzt geht das nicht schief hier. Und sonst ist ja, wie gesagt, auch nicht so schlimm. Also mit 19 Punkten Vorsprung kann man sich ja auch mal einen Ausrutscher leisten. Wenn es denn einen geben sollte. Eigentlich wäre es jetzt nochmal Zeit für ein, zwei, ja, Versuche ist übertrieben. Aber irgendwie doch vielleicht, na, was war das denn? Doch ein Weitschuss. Der begleitet uns hier halt. Jo. Ah, schade, hat er gehalten. Hat er aber schön gehalten, muss man zugeben. Oh, wir haben ihn nochmal. Ah, und jetzt haben wir ihn nicht mehr. Okay, jetzt haben wir ihn wieder. Ja, guck mal, ein Hin und Her. Ja, gefällt mir. Aber hier ist natürlich jetzt ein Pulk. Es gäbe es keinen Morgen mehr. Wir wechseln die Seite. Ziehen in die Mitte und werden gefällt. Kann man von hier direkt schießen? Kann man. Ich würde mal sagen, schieß mal an der Seite vorbei. Und jetzt natürlich mit Riesendrall. Oder mal über die Mauer rüber. Wir gucken mal, ob das geht. So, und mit viel Drall. Also wenn ich doch hier klicke, muss der Ball doch... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er irgendwie gar keinen Drall gehabt. Also irgendwie, das hat auch schon besser geklappt. Mit dem Drall. Naja, egal. Wir führen. Jetzt passiert nichts mehr. Okay. Ja, da konnte ich jetzt mit der Energie nichts mehr machen. Aber gewonnen ist gewonnen. Das passt doch soweit. Wir haben den Ball gut behalten. Bestens. Jetzt, es gab ja mal den Wunsch. Wir haben auch gewonnen. Den Wunsch von wegen... wenn im Prinzip die Folge zu früh fertig ist. Moment mal kurz, sorry. So, da bin ich wieder. Musste kurz einen Schluck Wasser trinken. Wenn die Folge zu kurz wird, das würde es jetzt werden, wir sind bei 18 Minuten, dass wir noch ein drittes Spiel machen. Und das würde ich sagen, machen wir auch. Wir nehmen natürlich wieder die Dosen. Wir fahren fort. Ja, das müssen wir vielleicht doch noch verlängern. Den haben wir geskillt. Das wäre irgendwie fahrlässig, wenn wir den jetzt ziehen lassen. Weil bessere haben wir sowieso nicht. Also, dann schauen wir mal schnell. Jo, die 7. Oh, Glück gehabt. Oh. Oh. Na, das ist ja wunderbar. Dann kriegen wir den sogar noch ein bisschen günstiger. Okay, passt doch. Da können wir eigentlich wieder raus. Interview haben wir. Wie viele Stürmer für das nächste Spiel? Ja, alle. Das wären 5, glaube ich. Jawohl. Fortfahren. Oh, neues Level. Das gibt wieder Karten. Das ist natürlich perfekt. Und zwar gibt's Kabinenansprache, Dribbling und eine Dose. Bestens. Genauso soll das sein. Team. Wer möchte Dribbling haben? Wir gucken mal schnell. Oh, in Schwarz. Heiliges bisschen. Dribbling in Schwarz. Das heißt, ich meine, wir haben keine schwarzen Spieler, aber das müsste eigentlich heißen, wenn wir das Teil einem goldenen Spieler geben, dann müsste der um 2 Punkte hochschnellen. Der ist 20. Der ist 17. Der käme auf 78, der Vitos. Ja, wir geben die ihm. Zack, 78. Wow, mehr solche Karten. Bitteschön. So, wir kommen schon zum Spiel. Und das ist jetzt definitiv das Spiel gegen die Bayern. Wo sind die mittlerweile? Die sind auf Rang 5 vorgestoßen. Haben sich also verbessert. Bestens, wenn man einen Assistentenvorschlag. Hat jetzt eigentlich der Torwart einen Käse gemacht? Jetzt habe ich nicht mehr drauf geachtet. Ja gut. Egal. Halb so schlimm.
Dass ich da jetzt nicht drauf geachtet habe, wo ist er denn jetzt hingekommen? Wo habe ich denn jetzt den Torwart hingestellt? Moment. Wo haben sie den denn jetzt hingetan? Ach. Ja, so viel zum Thema. Der ist natürlich rausgeflogen. Der konnte gar keinen Fehler machen. Der ist immer dazu gekommen, Fehler zu machen. Jetzt hat er dreimal Pause. Wir haben aber, glaube ich, noch eine Karte. Minus eine Woche. Und davon haben wir drei. Kann ich die kumulieren sozusagen? Mal gucken. Gucken, dass man die richtige erwischt. Ne, jetzt geht's nicht mehr. Da hat schon eine. Nächste Woche können wir ihm noch mal eine geben. Dann haben wir die Strafe doch ein bisschen weiter runtergekriegt. Ja, wurde verkürzt. Ist klar soweit. Dann ist Katlin drin. Das ist in Ordnung. Hier haben wir halt wieder ein paar Goldene. Das nächste Spiel ist dann tatsächlich gegen Barcelona. Das heißt, wir werden hier sicher noch mal wechseln. Ich möchte hier ganz bestimmt nicht die Guten drin haben, auch wenn es gegen die Bayern geht, aber da gehen wir definitiv kein Risiko ein. Verteidigung links wäre er hier. Und dann lassen wir den Straube, lassen wir mal. Aber das ist jetzt natürlich schon, ja, wie soll ich sagen, eine nicht mehr ganz so tolle Mannschaft. Hier noch mit einem mit blauem Stern drin, der wird noch Fehler machen. Also ich prophezeie mal, das Spiel gegen die Bayern, das werden wir wahrscheinlich verlieren. Da bin ich jetzt fast sicher. Die Mannschaft ist nicht allzu stark. Wir haben Unerfahrene drin. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Ja, das ist schon verdächtig ausgeglichen. Sehr sogar. Halbe Stunde rum und nichts passiert. Oh, jetzt ein Freistoß. Ja, keine gute Position. Oh, und dann wird er wieder umgetreten. Ah, machen wir Neuversuch, müssen wir anders angehen. Die Frage ist, wie machen wir das? Ja, mal zurücklegen. Und jetzt... wieder dran vorbei. Okay, fortfahren, bitteschön. Hat nicht ganz geklappt. Und Pause. Ja, da war jetzt tatsächlich nicht allzu viel los. Wo könnten wir Besserung erreichen? Ja, überall. Wenn wir halt die Goldenen zum Beispiel einsetzen. Ich möchte aber wirklich nichts riskieren. Deswegen lasse ich das. Ich lasse die genau gleich spielen. Weil 0-0 wäre eigentlich auch okay mit der Mannschaft. Ja, und schon geht's nämlich los. Tja, ich habe es fast vermutet. Okay, wir gehen mal in den Angriff über. Ich habe noch gesagt, wir werden das Spiel verlieren. Ich bleibe dabei. Es wäre fast irgendwie logisch, wenn wir das verlieren. So wie wir spielen, mit der Mannschaft, mit der wir spielen. Das ist eigentlich fast nicht zu machen. Nicht gegen die Bayern, behaupte ich mal. Vielleicht gegen eine andere Mannschaft aus dem unteren Tabellenraum. Oder Tabellenregion, aber nicht gegen die Bayern. Na, Köpfchen? Ja, fremdes Köpfchen, böses Köpfchen. Boah, Seitfallzieher zur Ballrettung. Gehen wir ganz zurück, dann können wir von hinten her wieder aufbauen. Lauf mal, der wird halt auch gleich wieder begleitet. Ja, egal was er macht, guck mal das an. Das ist ja wie so ein Zwillings, so ein genetischer Zwillingsbruder. So, nochmal diese Variante. Köpfchen. Jawohl, das klappt mit Köpfchen. Zack. Aha, da war irgendwas im Weg. Da bleibt mir sogar die Stimme im Hals stecken. Entschuldigung. Doof. Naja, irgendwie müssten wir das doch noch hinkriegen. Aber... ja, ich gehe mal über den Flügel nochmal. Ich möchte halt die sichere Variante machen. Oh, wo rutscht der denn hin? Schöne Grüße. also die sichere Variante ist gut. Es gibt halt keine sichere Variante, aber es gibt halt schon wieder umgehauen. Oh, zieh direkt ab. Geht das? Ah, zieh du nochmal direkt ab. Ah, nein. Ah, wir haben den Ball noch. Was für eine Situation. Ja, und jetzt hier rüberlobben. Lauf du da hin und du spielst ihn so halb hoch nach da hinten. Ja, okay, das in der Theorie hat das irgendwie besser. Egal. Das sah in der Theorie besser aus. Oder hat besser geklungen, als es dann funktioniert hat. Oh, jetzt hat sich Kwaschny verletzt. Das ist natürlich schlecht, aber zum Glück eben, das ist zum Glück kein Goldener. Aber jetzt werden wir hier einen Goldenen einwechseln müssen. Oder wir machen so. Dann spielt man wieder einer auf der falschen Position. Bei dem ist es nicht so schlimm, wenn er sich wehtut. So. Ja, okay, 1-0 verloren. Damit müssen wir leben, damit können wir leben. Ich habe erklärt, warum. Wir haben den Ball gut behalten. Naja, darüber kann man natürlich streiten.
Wie sieht's aus? Ja, Dortmund hat gewonnen, aber das ist halt immer noch dermaßen ein großer Vorsprung. Da brauchen wir uns echt keine Sorgen machen. Die Champions League ist definitiv wesentlich wichtiger. Gut, wir fahren fort, nehmen natürlich noch mal ein paar Dosen, damit wir gerüstet sind. Und jetzt kommen noch die Ziele. Ja, ein Ziel haben wir erreicht. Na, immerhin. Eine Scout-Karte. Ausgerechnet. So, gewinne das Spiel gegen Gladbach, veranstalte, nutze. Ja, das können wir alles machen. Wir gehen mal noch ganz kurz zu den Mitarbeitern, starten die Karte vom Scout und zack, dann haben wir den tatsächlich nämlich jetzt auch auf Golden. Genau, dann haben wir das komplette Personal Golden. Das ist doch wunderbar. Was haben wir hier noch Blinkendes? Der Kathleen hat noch einen Vertrag. Oh la la. Der kostet dann aber natürlich entsprechend ein bisschen was. Wir hätten noch eine Karte, die möchte ich aber nicht für ihn hier investieren. Da haben wir noch einen teureren oder mehrere teurere. Ich würde sagen, ja, wir behalten den. Weil wir haben mal geguckt, ob wir einen kriegen, der ähnlich gut ist. Aber die kosten alle um die 4-5 Millionen. Also dann ist das hier die günstigste Variante. Puh. Oh, wie schön. Okay, wir haben das möglichst Beste rausgeholt. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Sauber, das hat uns natürlich mal ein Vermögen gekostet. Glück gehabt, sage ich da mal. Gut, wir kommen schon zum Spiel und wenn wir hier gucken, Barcelona. Jetzt möchte ich noch schnell wissen, ist das zu Hause oder auswärts? Auswärts, away. Okay, ja, ein Auswärtstor schießen. Das muss das Ziel sein. Oh, genau, hier können wir auch noch was machen. Sehr gut. Ja, ein Auswärtstor schießen, das muss das Ziel sein. Und das werden wir in der nächsten Runde angehen oder im nächsten Video besser gesagt. So, und ich hau mich jetzt aufs Ohr, weil wird schon bald wieder hell. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und ich glaube, so schlecht war es gar nicht dafür, dass wirklich jetzt eigentlich schon der neue Tag bald schon wieder, ja, rum ist er noch nicht, aber er fängt halt gerade an. So, ich muss jetzt tatsächlich ins Bett. Falls ihr auch ins Bett geht, schlaf gut, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen restlichen Tag. Macht's gut, bis denne. Tschüss.